Willkommen zu EasyPC. In dieser Woche geht es um den Strompreisanstieg, das Geheimnis eines langen Lebens, die Füchse werden versteigert, eine Samsung-Bankkarte und wenn der Hacker hupt. Bevor wir jetzt aber mit dem Wirtschaftsthema weitermachen, möchten wir uns bei euch bedanken dafür, dass ihr alle so kräftig abonniert habt. Willkommen in der Easy Family. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt und verpasst nie wieder eins unserer Videos, die jeden Donnerstag um 18 Uhr erscheinen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hat im Rahmen seiner aktuellen Strompreisanalyse erklärt, dass es größtenteils die hohen Beschaffungskosten an der Strombörse sind, die den Strompreis ansteigen lassen. Aber was führt zu den hohen Preisen an der Börse? Weltweit steigt aufgrund der konjunkturellen Erholung die Nachfrage nach Vorprodukten und Rohstoffen. Während es vor Corona ein zeitlich versetztes Wirtschaftswachstum in den unterschiedlichen Weltregionen gab, hat sich diese durch die konjunkturelle Erholung nach den ersten Corona-Wellen synchronisiert. Dies führe in allen Weltregionen gleichzeitig zu einer erhöhten Nachfrage nach Rohstoffen und lässt die Preise international steigen. Hinzu kommen die gestiegenen Preise für CO2-Zertifikate und der Fakt, dass die ungewöhnliche Kälte in der ersten Jahreshälfte letztes Jahr für eine erhöhte Nachfrage bei Gas gesorgt hat. Das hat bis heute Nachwirkungen und sorgt so auch für höhere Preise für Strom von Gaswerken. Insbesondere müsse man die Steuer- und Abgabenlast auf Energie reduzieren, heißt es vom BDEW. Die von der Bundesregierung angekündigte Abschaffung der EEG-Umlage sei ein erster wichtiger Schritt und sollte möglichst schnell angegangen werden, sagen sie. Einkommensschwache Haushalte sollten in der aktuellen Situation zudem kurzfristig über sozialpolitische Instrumente unterstützt werden, so der Vorschlag. Manche Menschen widersetzen sich dem Zahn der Zeit erfolgreicher als andere. Sie werden alt und bleiben trotzdem gesund. Und das scheinbar mühelos. Neben Bewegung, Ernährung und sozialem Miteinander bestimmt auch unser Erbgut, wie gut wir uns durchs hohe Alter navigieren. Besonders zwei Bluteiweiße sind anscheinend entscheidend. LPA und VCAM1 haben, laut einer neuen Studie der Universität Edinburgh, einen sehr starken Einfluss auf den Alterungsprozess. Im Zuge dieser Studie wurden die Ergebnisse von 6 großen genetischen Studien, die sich mit dem Alter beschäftigen, analysiert. Die verwerteten Datensätze beinhalten die genetischen Informationen von Hunderttausenden von Menschen. Aus dieser Auswahl wurden 857 Proteine bewertet, unter denen sich 2 besonders durch ihre negativen Auswirkungen auf verschiedene Alterungsmaße heraustaten. Menschen, die diese Proteine geerbt haben, neigen dazu, gebrechlicher zu sein und einen allgemein schlechteren Gesundheitszustand zu haben. LPA wird in der Leber produziert und spielt eine Rolle in der Blutgerinnung. VCAM1 steuert die Ausdehnung und den Rückzug von Blutgefäßen. Das Gemälde Die Füchse, das Franz Marc 1913 erschuf, wird bald in London verkauft. Dabei ist es erst rund 3 Wochen her, dass das Gemälde nach jahrelangen Auseinandersetzungen an einen Erben des vorherigen Besitzers restituiert wurde. Am 1. März sollen die Füchse im Auktionshaus Christie's in London versteigert werden. Der Schätzpreis des Ölbilds liegt bei 35 Millionen Pfund und überbietet somit den seines Werkes Weidende Pferde 3 um das Doppelte. Marks Bilder sind nur noch selten auf dem Markt, weil nur noch wenige in privater Hand sind. Der Leiter der Abteilung für impressionistische und moderne Kunst des Auktionshauses, Keith Gill, sagte, dass ein Werk Marks mit dieser Geschichte und von solcher Qualität seit mehr als 50 Jahren nicht mehr auf den Markt gekommen sei. Du hast noch keinen Easy-PC? Auf Mittelaltermärkten findest du sicher Gleichgesinnte. Aber mal Spaß beiseite, wenn du Interesse hast an echter Markenqualität von HP und einem immer erreichbaren Support, der wirklich Know-how hat, dann komm zu Easy-PC. Wir freuen uns schon auf dich. Auch wenn mobiles Bezahlen mit dem Handy auf dem Vormarsch ist, gibt es immer noch viele, die lieber mit der Karte zahlen, als immer ihr Telefon zu zücken. Für diese Menschen hat Samsung nun eine neue Bankkarte entwickelt. Das, was diese Karte besonders macht, ist, dass sie keinen PIN braucht, sondern über Fingerabdruck sicherstellt, dass der richtige Nutzer die Karte benutzt. Solche Ansätze gibt es zwar bereits, diese sind aber nicht wirklich sicher, was ja den Sinn des Ganzen in Frage stellt. Für Sicherheit sorgt Samsung mit ihrer All-in-One-Chip-Lösung. Samsung zufolge werden in diesem nämlich die 3 Hauptfunktionen zur Sicherung der Karte kombiniert. Und zwar das Auslesen biometrischer Daten durch den Fingerabdrucksensor, das Speichern und Authentifizieren verschlüsselter Daten über ein abgesichertes Secure Element, das Analysieren und Verarbeiten dieser Daten in einem Secure Prozessor.
Diese Technologie soll laut Samsung den Sicherheitsstandards der Mastercard entsprechen. Man sieht neben der Nutzung für Bankkarten sogar noch weitere Anwendungsmöglichkeiten für diese Technik. In einem Blog-Eintrag des Vizepräsidenten von System LSI Marketing bei Samsung steht zum Beispiel, dass der Chip zwar in erster Linie für Zahlungskarten konzipiert ist, aber auch in anderen Karten verwendet werden kann, die hochsichere Authentifizierungen erfordern, wie zum Beispiel Studenten- oder Mitarbeiteridentifikationen, um zum Beispiel Gebäudezugang zu regulieren. Uns ist zu Ohren gekommen, dass manche von euch Probleme damit haben, unseren Kanal zu abonnieren und die Videos dann nicht im Feed angezeigt bekommen. Um dem vorzubeugen, solltet ihr, bevor ihr uns abonniert, sicher gehen, dass auch unser Logo unterm Video zu sehen ist. Wenn dem nicht so ist, klickt oben in die Suchleiste und gebt EasyPC ein. Dort könnt ihr uns dann abonnieren, die Glocke aktivieren und sicher sein, dass ihr keins von unseren Videos mehr verpasst. Der technische Fortschritt im Auto bringt viel Bequemlichkeit mit sich, birgt aber auch Gefahren. Einem 19-jährigen IT-Experten aus Bayern ist es beispielsweise kürzlich gelungen, auf Dutzende Tesla weltweit zuzugreifen. Dadurch, dass moderne Autos zu großen Teilen elektronisch angesteuert werden, haben solche Hacker kein Problem, das Auto das machen zu lassen, was sie wollen. Wenn das eigene Auto also plötzlich von selbst hupt, Fenster und Türen verriegelt und Videos einfach über das Entertainment-System abspielt, muss nicht zwingend etwas kaputt sein. Vielleicht ist es auch nur einem Hacker gelungen, sich über das Internet Zugriff auf den Wagen zu verschaffen. Der 19-Jährige aus Bayern, eher bekannt als David Colombo, hatte zum Glück der Autobesitzer aber keine bösen Absichten. Seine Entdeckung hat er gemeldet und so dafür gesorgt, dass Sicherheitslücken gestopft werden. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es gern mit eurer Familie und Freunden. Abonniert auch kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um keins unserer Videos, die immer donnerstags um 18 Uhr erscheinen, zu verpassen. Ich bin Marlena von Easy Peasy. Bis zum nächsten Mal. In der ersten Jahreshälfte letztes Jahr für eine erhöhte Nachfrage bei Gas gesorgt hat, das bis heute Nachwirkung hat. Es war so gut und dann war es so kacke. Nochmal. Läuft. Läuft. Kann man nicht anders sagen. Läuft. Für Sicherheit sorgt bei Samsung an einen Erben des vorherigen Besitzers restituiert wurde. Am 1. März sollen die Füchse. Immer donnerstags um 18 Uhr erscheinen, zu verpassen. Ich bin Marlena von Easy Peasy. Bis zum nächsten Mal. War das gut? Thank you.